Lücke auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und hier steht ein Schild auf meiner Werkbank, so kann ich doch nicht arbeiten. Heinert wieder Fichtenholz im Angebot, sehr gut, lieber Tomcat. Danke, danke, das ist eine sehr gute Nachricht. Ich hatte nämlich ein Schild aufgehängt bei unserem Praktikanten, wo drauf stand, wir brauchen unbedingt Fichtenholz. Tritt dem Hein mal in den... Ja. ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe nämlich tatsächlich gemerkt, dass es zu flach war oben und habe nochmal eine Etage drauf geknöpelt. Jetzt wirkt es noch ein bisschen langgezogener, unser ganzes Gebäude. Aber es passt schon ganz gut. Wir haben nur ein kleines Problem. Ich glaube, wir haben wenig weißen Lehm. Und das reimt sich. Und was sich reimt, ist eigentlich gut. Ist eigentlich gut. Ich schaue mal von hier hinten. Ihr seht nämlich, da fehlen überall noch die ganzen Wände. Das müssen wir natürlich noch machen. Und ja, da müssen wir nochmal schauen, wie wir das Ganze gestalten. Aber doch, ein bisschen was haben wir noch. Wir nehmen den mal mit. Und da sage ich mal, lieber Tomcat, es fehlt weißer Lehm. Das Lehmbiom ruft, könnte man auch sagen. Andersrum. Ja, ich nehme ihn ganz schön zur, an die Kandare. Dorfbewohner außerhalb der Mauer. Wer ist denn das? Ist das Flora? Es dürfte Flora sein. So von hinten sieht's aus wie Flora. Hallo, hi Flora. Machst du denn hier? Ja, du handelst jetzt mit Fleisch, mit Schweinefleisch, das kann ich nicht... Oh, das ist natürlich jetzt bitter. Warte mal, ich mach das jetzt mal. Ich habe die Hähnchen extra gesammelt für die Formel Schweinsfans. Ach, du willst hier Bäckerin werden? Beim, also hier Verkäuferin für die Formel Schweins? Na gut, dann gebe ich dir jetzt schon mal ein paar Hähnchen. Pass mal auf, zack. Hähnchen können wir uns jederzeit nachholen, ne? Was sagst du denn dazu? Du bist ja außerhalb der Mauer, das ist eigentlich nicht okay. Neues Angebot? Ja, 23 Kohle oder 1 Smaragd, 5 Schweinesteaks, ein... Ah, guck mal, da hat sie schon ihre Arbeit vollbracht und hat für uns hier lecker Hähnchen gemacht. Dankeschön. Ja, du kannst ja hinten anfangen, ne, an der Formel Schweinstrecke. Jetzt überlegt sich schon das nächste, ob sie da anfängt oder nicht, höchstwahrscheinlich. Damit bist du eigentlich die erste freie Hundsgraberin, weißt du? Ist dir das bewusst? Da müssen wir ein Foto von dir machen, warte mal. Foto von, Fotoscheu? Seit wann bist du Flora. Seit wann bist du, Fotoscheu? So, gucke. Schönes Foto von der ersten neuen Hundsgraberin. Ja, jetzt gucke ich nochmal, ob sie noch ein neues Angebot hat. Ich weiß ja auch, wie die rausgekommen ist. Wir haben ja hier so eine Art Schleuse. Hier kommen wir mal wieder ab und zu mal Dorfbewohner rein. Wir können ja mal gucken, ob die gerade an ist. Hier kommen die ab und zu mal rein. Hier von der Waldorfschule, wenn sie gerade ausgelernt haben. Und jetzt haben sie hier 10 Jahre studiert. Und dafür können sie jetzt aber auch Hähnchenbräterin werden. Aber dein Arbeitsplatz ist da hinten. Das musst du noch rausfinden, ne? Du kannst auch, glaube ich, auf dem Eichinger Hof als Köchin anfangen. Die suchen auch noch eine gute Köchin. Und halt dich von dem Lavabecken fern. Also es tut schon ein bisschen weh, wenn die Ersten so die Stadt verlassen. Das Dorf ist ja noch ein Dorf. Okay, aber wir können uns als Bürgermeister einfach nicht drum kümmern. Das ist das Problem. Hier unten haben wir schon unsere untere Etage. Ihr seht schon, hier fehlt noch was. Hier muss nämlich auch noch weißer Lehm reingedreht werden. Ah, ne, da hier unten nicht. Hier unten kommt ja grauer rein. Haben wir davon noch welchen? Ich hoffe doch. Das ist weißer, weiße, weiße, wie die Schnee. Hier ist die Kiste. Ja, ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe, nämlich genau 3 Tage. Waren ja auch 3 Folgen hintereinander. Da würde ich von euch gerne mal wissen, wie euch das gefallen hat. Ah, guck mal, da muss hier das eigentlich auch so, oder? Ah, nee, ah, gucke, das geht hier auf dieser Seite nicht, weil hier kommt ein Balken rein. Und hier käme dann auch ein Balken rein, damit das alles seine Ordnung hat. So, okay. Alles klar, so sieht's ordentlich aus. Hier unten sieht es, glaube ich, schon ganz schick aus. So in den Grundzügen ist es ganz schick. Aber wir sind ja oben im Gang. Wir sind ja bei den Gästewohnungen oben im Gang. Ja, die Sache mit Flora hat jetzt wieder aufgehalten. Aber naja, wir hetzen. Wollen ja nicht hetzen. Das ist ja Quatsch. Das ist doch Quatsch. Warum sollten wir das tun? Ihr hattet schon geschrieben. Einmal der Tomcat hatte geschrieben und mein Praktikant hat milde Kritik geäußert. Er sagte nämlich, ui. Sowas in der Art wie ui. Das ist aber ganz schön... Ich dachte, ich höre einen Creeper, aber die hört man ja nicht. Also kann es ja auch gar nicht sein. Das ist aber ganz schön ein wirres Gebäude. Und er ist gespannt, wie das hinterher aussieht. Hier können wir das so lassen mit dem einen Fenster. Okay. Und hier machen wir wahrscheinlich auch noch ein Fenster raus. Irgendwie so.
Ja, und hier hinten würde ich eigentlich ganz gerne... Ha, wartet mal. Ich wollte noch eine kleine Facette noch einbauen. Jetzt sagt er wahrscheinlich, der ist total bescheuert. Jetzt will er... Achso, habe ich jetzt Grauenling genommen? Das wäre falsch. Nee, weiß. Alles gut. Das kann man fast gar nicht unterscheiden. Ich würde hier hinten gerne noch eine kleine Facette reinbringen, nämlich so ein kleines Türmchen. Das machen wir aber am besten, indem wir oben erstmal drauf gehen und hier erstmal fertig bauen. Ja, es ist gut. Es ist auch ein guter Plan. So, hier ziehen wir erstmal durch, ne? Hatten wir gesagt. Hier ziehen wir durch. Das machen wir so. Das sind ja die Innenwände. Die sind jetzt rein aus diesem... aus dem Ton und gar nicht mal groß, also nur verkalkt worden. Diese Wände sind total verkalkt. Hier könnten wir doch sowas draufbauen. Hier so einen kleinen Turm dran. Obwohl das hier eigentlich weniger passt. Hier würde auch so ein kleines Türmchen hinpassen. Das würde auch gehen. Ja, wir machen noch ein kleines Türmchen irgendwo hin. Sagt er wahrscheinlich, jetzt dreht er völlig durch. Und ihr könntet sogar recht haben damit, mit dieser Vermutung. Hier könnte eine Treppe nach oben gehen, das bietet sich mehr oder weniger an. Allerdings ist das hier schlecht. Wäre hier vielleicht eine Leiter angebracht. Okay, wir planen mal ein bisschen weiter. Wenn ich hier ist ja im Grunde unser Flur. Da haben wir hier ein Gästezimmer, das ist ziemlich groß, das können auch für mehrere gleich genutzt werden. Und wir haben hier ein Gästezimmer. Auch recht groß, mit einem Durchgang zum Balkon. Beide hatten wir ja gesagt, wollten wir so machen. Aber das ist ziemlich dunkel hier, das Gästezimmer. Es hat nämlich nur ein einziges Fenster. Ja, und ein Balkon. Immerhin ein Balkon, ne? Da muss man nicht rummeckern, dass man nur ein Fenster hat, wenn man einen Balkon hat. So, okay, da oben kommen auch noch Balken hin. Mal sehen, ob ich da so dran komme. Ja, die Gefühle sind gemischt, was dieses Bauwerk hier angeht. Habe ich so den Eindruck zumindest. Aber das macht nichts. Wir bauen das jetzt erstmal fertig und dann schauen wir mal, ob es euch dann besser gefällt. Es gibt nämlich noch eine Überraschung, die ich für euch habe. An diesem Bauwerk. Tatsächlich. An dieses Bauwerk. Dann könnten wir doch... Wir könnten... daraus ziehen. Ja, das ist nicht einfach. Also das hat ja auch der Vashaki schon gesagt. Nicht Vashaki, sag ich schon. Der Cedric schon gesagt. Dass es gar nicht so einfach ist, hier irgendwas zu machen. Etwas Vernünftiges rauszumachen. Denn es ist recht herausfordernd. Und ich will einfach davon wegkommen... alles ohne euch zu bauen. Das ist, glaube ich, irgendwie nicht richtig. Denn dann ist die Persönlichkeit so ein bisschen weg von so einem Gebäude. Das hatte ich aber in der letzten Folge schon geschrieben. Gut. Ich überlege gerade, wo könnten wir hier einen schicken Turm hinbauen. Im Grunde, ich hätte ja gesagt, wenn wir hier jetzt einen Flur rausmachen, wäre das ein bisschen eng. Das ist auch absolut richtig, sage ich mal. Aber hier können wir ruhig einen Balken rüberziehen. So, wartet mal. Oder wir grenzen jetzt hier einen Raum ab. Das würde auch gehen, passt mal auf. Dass man sagt, man grenzt hier jetzt einen Raum ab. Der wäre dann ja, dann wäre das ja nur ein ganz enger Raum hier. Aber das macht nichts. Passt mal auf. Da hinten rennt wer rum. Ich hab dich gesehen, Scherge. Wer kann das sein? Ich guck mal auf meine Liste. Ah, der Tomcat ist da. Schön, hallo Tomcat. Danke für die, für den ganzen Lehm. Nee, ich glaube, das wäre nicht so gut, wenn wir hier jetzt die Wand hinmachen würden. Weil dann wäre dieser schöne, handbeschnitzte Balken verdeckt. Dann würden wir das eher so machen, dass wir hier eine Ecke hin machen. Hier dicht. Und hier auf. Er hat ja schon geschrieben, er ist total neugierig, was hier raus wird. Das wirst du schon sehen. Und dann könnten wir hier einen kleinen Raum rausmachen. Also hier im Grunde so ein Zimmer rausmachen. Machen wir das mal. Ziehen wir hier mal die Wand ein. Die Eingänge hauen wir hinterher rein, ne? Weil wir noch gar nicht wissen, wohin die Reise gehen soll. So, genau. Dann könnten wir hier einen Balken hinsetzen. Total wirre Inneneinrichtung, aber es macht nichts. Das ist total gut. Das sieht bestimmt hinterher dann sehr urig aus. Also wie schon gesagt, die Räume habe ich nicht verändert. Das ist nur alles um einen höher geworden. Und zwar damit die Fenster, damit die sich so eingleichen in das ganze Konstrukt des Wahnsinns hier von mir. So, da kommt sowas hinter. Und hier müsste eigentlich der Turm hin. Hier müsste der drauf. So. Und so. Richtig. Und jo. Und so. Genau. Ja, ich muss erstmal pennen gehen. Wir werden einen Turm hinbauen.
Hier geht's runter. Der andere Abstieg sieht genauso aus, ist das Dumme. Aber da fällt man nach unten. Ich hau mich erstmal aufs Ohr. Ich hab ein Doppelbett. Juhu. Gute Nacht. Wir müssen natürlich jetzt erst den Turm planen, wie wir hier irgendwas anderes machen. Muss der Turm geplant werden, das ist ganz wichtig. Und der Turm wäre dann tatsächlich hier oben, also im Grunde hier drüber. Wie man den erreicht, das kann ich euch beim besten Willen noch nicht sagen, aber ihr werdet schon sehen. Und dann haben wir nämlich hier ein Zimmer, das machen wir einmal dicht, damit es uns nicht verwirrt. So, wir haben hier ein Zimmer. So, zack, hier kann man rein. Das ist so ein typisches, oh, Hüftlein, nein, ein typisches Familienzimmer. Guck mal, dann können wir hier gleich wieder zumachen. Wir bauen das jetzt einfach und alles andere ergibt sich. Und wir haben hier ein Zimmer. Dann wird der Flur etwas größer. Wartet mal. Der Eingang müsste dann wahrscheinlich hier hin. Wow. Nee, passt auf. Der muss hier hin tatsächlich. Obwohl das nicht so gut geeignet ist. Oder wir müssten den hier hin machen, aber das wäre auch blöd. Deshalb machen wir den Eingang hier hin. Ich habe gar nicht so oft mit euch sowas zusammen geplant. Da seht ihr erstmal, wie langwierig, wirrenicht, das ist sowas zu planen. So. Und ihr seht schon, was wir hier an Leben verballern, ne? Also so ein Bau, der frisst auch ordentlich Leben. Was? Ja, das ist ja blöd. So ist es auch blöd. Reiß mal wieder ab. Nee, das ist noch nicht das Rätsels Lösung. Entweder machen wir hier jetzt ein ganz großes Zimmer, so ein Doppelzimmer. Weil wir kommen hier nirgends rein, ist das Problem. Hier kommen wir nirgends rein. Hier können wir keinen schlechten Eingang hin machen. Hier können wir auch schlechten Gang hin machen. Und hier können wir auch, das kann ja nicht ein Raum hier werden, ne? Weil das ist ja unser Flur, hatten wir gesagt. Das ist unser Flur. Das heißt, hier müsste eine Wand hin. Okay, dann müssen wir das nochmal wegreißen. Ha. Witzig. Wie mache ich's? Ich weiß es nicht. Dieses Gebäude fordert mich gerade im schlimmsten Sinne. Die schlimmste Inga sozusagen. So und so. Ich mache hier mal einen Grundriss für den Turm. Das ist, glaube ich, erstmal sinnvoller. Und jetzt sagt ihr, ah, der Turm kommt also auch aus Holz. Sehr schön. Ja, kommt er. Der Turm müsste dann auch aus Holz kommen. Das hieße, hier, passt auf, ich mache hier erstmal alles Holz rein. Das ist dann zwar eine riesige Menge an Holz, aber das macht nichts. Wir brauchen eine Fläche, auf der wir planen können. Das soll so ein kleines, sinnloses Erkertürmchen werden, wisst ihr? Also so richtig sinnlos, weil es keinen Sinn ergibt halt. Das ist der Sinn des Sinnlosen. 1, 2, 3. Das würde auch sogar noch gehen. Was habe ich mir bloß dabei gedacht, um Gottes Himmels Willen? 1, 2, 3. Raus. Na, richtig. Ja. Und den Turm kann man natürlich dann auch mieten als Aussichtsturm, weil das Geniale daran ist nämlich, dass man von diesem Aussichtsturm aus über die Formel Schweinstrecke blicken kann. Und das werdet ihr dann sehen. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. 1, 2, 3. Und das gibt natürlich den Gebäude noch einen ganz besonderen, bescheuerten Charakter. Nein, einen sehr schönen Charakter natürlich. So, das kommt wieder weg. Ein Erkertürmchen. Da habe ich noch nicht so viele von gebaut. Und, 1, 2, 3. Das heißt, wir könnten die hier einen reinziehen. Der wird dann doch rechteckig. Ich wollte ihn eigentlich so ein bisschen geschröpft machen. Ein wenig geschröpft. Aber wir müssen eckig machen. Das heißt, der käme dann, Quatsch, hierhin. Und die Raumeinteilung, das ist echt ein Problem. Der Cedric hat da auch schon was zugeschrieben, wie er das eventuell machen würde. Gut, das heißt, hier kommt so ein kleines Türmchen drauf. Ja. Wenn ich den jetzt gerade hochziehe, dann wird der höchstwahrscheinlich etwas zu groß. Das heißt, wenn ich den nur so mache. So und so. Und so und so. Also nur so ein einer Turm im Grunde. Dann wird das aber keine richtige Aussichtsplattform, ne? Da habt ihr recht. Und wo ihr recht habt, habt ihr irgendwo auch recht.
aber wir gucken erstmal, wie das aussieht. Von der Optik. Kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade in diesem Moment aktuell total verbaue. Ja, jetzt machen wir einmal 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3 und so. Und gleich machen wir noch eine Variante, aber dann kommen wir in der Mitte nicht mehr hoch. Und dann ist der Turm wirklich total sinnlos. Und das bringt es ja nicht. So, das heißt, wir gehen jetzt hier wieder hoch. Mit dem Turm, Turme. Man sollte schon innen drin hochklettern können. Ah, das hieß nämlich, hier muss eine Tür rein. Irgendwo muss dann eine Tür rein. Das ist einfach so. Der soll auch gar nicht so groß werden. Da unten muss noch ein Stein rein. Jetzt sind wir hier schon in luftiger Höhe. Gut. Hier zu. Da ein Stein rein. Das heißt, hier ging eine kleine Leiter hoch, wo man auf den Turm raufkommt. Und hier müsste man dann irgendwo runtergehen. Man muss diesen Turm ja auch irgendwo betreten können. Sonst wäre das ja auch albern, so einen Turm zu bauen. Nicht, dass es sowieso albern ist, so einen Turm zu bauen, wie ich hier ihn gerade konstruiere. Ja, und Tomke rennt da unten rum. Ich sehe ihn ganz genau. Da, ja, Dorfbewohnerin. Axt, er hat eine Axt, er hat ein Stück Holz. Was macht er mit ihr? Ach hier, Rendezvous. Ein Rendezvous unseres Praktikanten mit einer Dorfbewohnerin. Aber sie hat ihn abgewiesen und jetzt geht er wieder. Er guckt, wo die runtergefallen ist. Und die haut ab. Die haut ab, Tomcat. Die rennt über den Acker. Ich bin hier oben. Ja, unser Turm. ja, das ist ein sehr schöner Turm, auf jeden Fall. Aber jetzt muss ich nochmal gucken, wie teilen wir das hier auf? Man könnte natürlich ganz einfach hier noch so einen Raum rausmachen. Das Problem ist halt, dass das hier dann der Flur wäre im Endeffekt. Man könnte hier so ein ganz kleines Zimmer rausmachen. Wisst ihr, wie ich meine? Ein winzig kleines Zimmer. Ja, so ein winzig kleines Zimmerchen. Für ein Goldstück die Nacht wahrscheinlich. Ups. So, der Eingang wäre dann irgendwo so. Okay, und der nächste 64er. Und deshalb wisst ihr jetzt, warum ich gesagt habe, wir werden mit dem Lehm nicht hinkommen. Weil ich mich hier ein wenig überhebe gerade, was den Lehm angeht. Das heißt, der Tomcat, der draußen da gerade noch so freudig rumgelaufen ist, der muss schon sehr bald... Ach, guck mal, da haben wir hier so einen kleinen Innendings. Ich nehme hier mal die Erde weg. Die nehme ich mal weg, damit wir hier ein bisschen mehr Überblick haben. Hier haben wir sozusagen... Und hier haben wir einen großen Flur. Dann könnte man hier so einen Tagesraum hinmachen. Hätten wir aber nur zwei, ein ganz kleines Zimmer hier. Hier hätten wir sozusagen das große Zimmer, die Suite. Und hier hätten wir ein, zwei, na gut, fünf Zimmer. Was will man mehr? Dann könnte man hier so eine kleine Sitzecke hinmachen, wenn man hochkommt. Und hier könnte dann der Aufgang im Grunde zum Turm hin. Na, hier so. Wir müssen über die Treppe kommen. Das heißt, das hieße... Ah, so, so und so. Das würde sogar passen. Das würde sogar passen, wenn wir hier den Aufgang zum Turm hin machen. Das wird das Ganze noch verwinkelter. Aber das ist ja gut auch. Ist ja auch gut. Könnten wir den Turm auch größer machen? Wir machen den größer, weil das ist mir so zu klein. Das ist mir einfach zu klein so mit dem Turm. Passt mal auf. Ich mache das nochmal weg und dann machen wir den einen größer. So, alles hinfort mit euch, ihr garstigen Etwasses. Und dann können wir nämlich jetzt hier... Ich heb den Lehm gleich auf. Ich weiß, wir haben da wenig von. Ihr müsst nicht immer schimpfen. Und wir sparen auch wirklich grauen Lehm, denn wir werden hier... weißen Lehm, wir werden hier grauen Lehm reinmachen einfach. In die Mitte. Aus der Mitte entsprang ein grauer Lehm. Na? Aber die Kante ist natürlich dann auch weg. Kante ist auch weg, wenn ich das so baue. Natürlich ist die Kante weg. Das heißt, wir werden den Turm auf jeden Fall so groß machen müssen. So, wir müssen den echt größer machen. Dann können wir diesen ganzen mittleren Schröms können wir wieder wegreißen. Ich gucke gerade mal auf die Uhr, 19 Minuten, alles gut. Ich glaube, da geht's runter. Nee, doch nicht, aber danach, ne? So, den ganzen mittleren Schröms können wir wieder wegreißen. Das war eine Ironie der Schwachsinne, sozusagen, von mir. Und ihr seht, ich plane das wirklich gerade hier aktuell. Das heißt, das, was ich oft, sehr oft, muss ich natürlich betonen, mal so nebenbei gemacht habe. Vorher planen und ja, alles schon mal im Kopfe entwerfen. Das machen wir jetzt hier nicht. Wir machen das hier alles jetzt schön live sozusagen
beim Bauen direkt. Hier brauchen wir keine Fenster hinmachen. Da kommt grauer Lehm hin. Vorne können wir dann sogar noch ein Fenster hinzimmern. Ja, hinwimmern, hinzimmern oder hinwimmern. Das können wir uns aussuchen. So, zack, zack und zack. Dann haben wir hier nämlich ein Fenster. Ein kleines, wo man rausgucken kann. Das ist oft bei Fenstern so, ich weiß. Aber umso mehr wir jetzt hier uns ins Detail verlieben, sozusagen, desto schwerer wird der ganze Schrunz. Gut, dann machen wir hier ein bisschen Grau rein. Und es wird wieder dunkel, was mir sagt, die Folge ist vorbei. Was mir wiederum sagt, ich habe wieder nicht das geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte. Ich habe es mir viel zu selten von oben angeguckt. Heute war kein guter Tag. Aber wer weiß, vielleicht werden wir eines Tages sagen, das war ein richtig guter Tag. Denn das Bauwerk, was wir hier gebaut haben, gefällt uns im Nachhinein sehr. Vielleicht passiert das ja einfach. Man weiß es nicht so genau. Pepper. Ganz Lehm einsammeln. Der fleißige Handwerker räumt zum Feierabend natürlich immer seine Baustelle auf. So, den ganzen Dreck, die ganzen Körner und so. Und die... Ah ja, okay, da müssen wir uns natürlich dann noch was überlegen. Das kann so nicht bleiben. Aber die Überraschung ist, hier unten kommt nämlich da noch ein Keller rein. Aber davon mehr in der nächsten Folge. Ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Lasst Else nicht vom Zombie fressen, deshalb gehen wir jetzt schlafen. Gute Nacht.